Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrersports und willkommen zurück zu World of Tanks. Ich begrüße euch im VK4502B, dem deutschen tierneuen Heavy Panzerungswunder. Kann man eigentlich schon so sagen. Wir sind auf Winterberg in einem Tier 10 Gefecht. Das ist jetzt nicht allzu schlimm. Was mir viel mehr Sorgen macht, sind die drei Artis, denn ja, der Panzer, man kann eigentlich noch mit Arti oder mit Heat-Geschossen, die einfach brutale Pennwerte haben, ihm Herr werden. Oder man ist einfach so blöd und zeigt in dem Panzer seine Seite. Denn die Seite ist sehr verletzbar und ansonsten auch der Turm von der Seite, beziehungsweise die Kommandantenkuppel. Da kommt dann doch mal irgendwie schon was durch. Und da hinten steht auch tatsächlich jemand in der Nische. Und was bist du da? In IS-7? IS-7 Holdown, Borsig. Gut. Wo steht denn der Borsig? Ach, dort steht der Borsig. Gut, ja, das ist genau das Standardding, was so passiert. Es kommt eigentlich frontal keiner wirklich durch. Es sei denn, man zielt halt mal sauber auf die Kommandantenkuppel. Der Schuss ging hoffentlich in den Borsig. Der Borsig versucht es jetzt mit APCR, aber auch da hat er keine Chance. Wir haben jetzt schon 1800 Schaden abgewehrt mit unserer Panzerung und noch keinerlei Schaden selber ausgeteilt. Der Panzer ist also sehr gut geeignet, um einfach mal eine Straße zu blockieren. So wie hier gerade. Das ist also echt nice, wie ich finde. Es macht bisweilen schon mal Spaß. So, lieber Borsig. Wir haben ihn also beim ersten Mal getroffen, so wie es aussieht. 3900 Schaden abgewehrt. Noch kein einziger Schuss kam bei uns durch. Und auch bis jetzt sind wir unbehelligt von der Arti. Das finde ich ja gut. Wir bieten uns halt hier ein bisschen an. Und unsere Teammates können davon daraus hoffentlich ein bisschen Profit ziehen. So, der Tiger 2 und der E3 haben jetzt genau das Richtige gemacht. Das ist die andere Methode, wie man diesen Panzer Herr werden kann. Man schießt halt mit HE. Sie haben die getroffen. Das ist so herrlich. So, E3 HE, Tiger 2 HE. Jetzt ist so der Moment gekommen, wo ich erstmal warten muss, was unser Team macht. Sichtgeräte wieder einsatzbereit. Wir sehen wieder mehr. Problem ist, dass der Borsig. Ja, da hätten wir lieber noch ein bisschen mehr einziehen sollen. Da ist der IS-3. Wir haben die Kette repariert. So. Kette wieder funktionstüchtig. Los geht's. Ich würde ja gerne auf den Borsig schießen. Und langsam wird es dann doch ein bisschen nervig mit HE. Ist das geil, 6000 Schaden geblockt. 6000 Schaden geblockt. Selber gerade mal höchstwahrscheinlich noch nicht mal 1000 Schaden gemacht. Ist das geil. So. Nochmal der Borsig. Schaffen wir es denn nur endlich mal? Die Arti hat sich auch schon in Position da hinten gebracht für mich. Genau, da hat sie geschossen. So, da ist nochmal der IS-3. So, Borsig, Kollege, jetzt reicht mir. Du bist jetzt erstmal weg. Das hat mich jetzt lange genug genervt. So, den IS-3. Miep, miep. Der müsste ein Stück zurückfahren. Schade. Der ging ganz knapp vorbei. So. Jetzt vielleicht nochmal auf den IS-3. Ganz in Ruhe einziehen. Sehr schöner Schuss. Sehr, sehr schöner Schuss. Und wir verkrümeln uns hier wieder. Und können wir jetzt nochmal auf irgendwas hier wirken vielleicht? Nee.
Ah, den IS-3, den kriegen wir nochmal rein. Ja, das war wieder übermütig geschossen. So, der steht dort immer noch und der ignoriert uns das einfach. Eins Beste, was du eigentlich machen kannst, gerade als Tier 8, da hast du keine Chance. Kriegen wir den Kill noch? Jupp, wir kriegen den Kill noch. Sind dabei jetzt nochmal aufgegangen. Es leben jetzt noch zwei Mediums und zwei Artis. Ich müsste jetzt wieder zu sein. Und wir rollen jetzt mal. Oh shit. Da macht es die gegnerische Arti. Tja, was machen die gegnerischen Mediums? Fahren sie zu uns hinter? Ich befürchte es fast. Oder dahin. Oh, wir zünden ihn an. Aber leider hat es nicht gereicht. Aber der unsere Arti in der Fahrt. Geil. Und die gegnerische Arti ist immer noch heiß auf mich. Ja, und der andere Medium ist hinten zu den Artis gefahren. Da kann man jetzt nur hoffen, dass die 212 und die S51 ganz gut zusammenarbeiten. Und ihn vielleicht mit einem Glücksschuss rausnehmen können. Der Jagdtiger und der T-57 suchen jetzt die Arti. Oh, der T-57 hat bloß noch 2 HP. Und ich versuche mal nach hinten zu kommen, um den T-44 zu holen. Die Frage ist, wohin zielt unsere Conqueror? Die zielt zu unserem Cap. So. Hier sind wir ja schon in guter Position. Einzielen, einzielen, einzielen. Und schießen. Schön. Wir sind aufgegangen. Und er ist gekettet. Wir haben aber noch 5 Sekunden. Conqueror verschießt. Und wenn es jetzt... Ah, oh, wo ging der Schuss hin? Er bleibt stehen. Zieht sich immer weiter zurück. Und ist jetzt gleich nicht mehr... Genau, jetzt ist er aus dem Wirkfeld raus, ist auch wieder zugegangen. Und wo ist die gegnerische Arti? Gut, hat sich erledigt. Wir haben durchgecappt. Den Kill auf den T-44 hätte ich gerne noch gehabt, aber er hat es richtig gemacht, hat sich zurückgezogen und ich war zu dusselig zum Treffen. Schlecht gezielt und dann auch noch der Schuss verzogen. Aber ein sehr amüsantes Gefecht, wie ich finde. Also wir haben bekommen 2. Klasse. Bombensicher, Wirkungsfeuer und natürlich die Stahlwand. Mal gucken, wir haben auf den E3 569 aufgeklärt, auf den AMX 230 und auf den IS-3 88. Den Bohr sich selber haben wir, glaube ich, komplett runtergeschossen. Hat er 1000... Ah, der hat ja nur 1100 Hitpoints. Also wie auch immer, wir haben auf jeden Fall den Borsig gut zugesetzt, würde ich sagen. Wir sind erfahrungspunkte technisch knapp auf Platz 1 mit 880 Basis-XP. Ausgeteilter Schaden 2825, sah am Anfang gar nicht so aus. Aber ich fand, das war ein sehr, sehr lustiges Gefecht. Und man hat wirklich mal wunderbar gesehen, was diesen Panzer einfach ausmacht. Die Panzerung ist brutalst ohne Ende. Das ist echt Wahnsinn. Natürlich habe ich solche geblockten Werte nicht immer, aber es geht schon gerne mal in die 2.000-3.000 Schaden, die ich so blocke. Und man hat auch gesehen, die Gegner verzweifeln halt irgendwann einfach und entweder sie fangen an, halt der HE zu schießen, was ganz gut funktioniert hat. Haben mir ja die Hälfte meiner Hitpoints dadurch gezogen. Oder sie ignorieren mich einfach wie der IS-3. Aber das ist natürlich auf Dauer auch keine gute Idee. Wir versuchen mal noch eine zweite Runde. Vielleicht, naja, vielleicht wird sie besser. Das glaube ich eigentlich eher nicht. Wir machen vielleicht mehr Schaden, aber diesen geblockten Damage gerade, das werden wir wohl schwer überbieten können. Aber wir schauen mal, wie es läuft. Bis gleich in der zweiten Runde. Auf geht's! So, zweite Runde. VK-45-02B. Wir sind Top-Tier und sind auf Fischerbucht. Das heißt natürlich, wir robben mit unserem Turnschuh mal in die Stadt. Keine Arti, das gefällt mir gut. Interessantes Matchmaking oder eigentlich eher komisches Matchmaking, denn eigentlich nur TDs und Heavies. Wir haben noch nicht mal ein Medium, der Gegner hat ein Medium.
Leopard PTA. Oder Leopard A. Das ist doch ein Schreibfehler, das ist doch PTA. Naja, wie auch immer. Wenn ich den sehe, lade ich den mal HE durch. Habe jetzt auch auf meiner Mannschaft Waffenbrüder drauf. Damit ist die Nachladezeit sogar noch unter 13 Sekunden gesunken. 12,95. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ist das nicht die gleiche Nachladezeit wie auf dem E75? Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass der VKB ein bisschen langsamer schießt. Aber sei es drum. 12,95 ist für einen Heavy der Stufe 9 auf jeden Fall okay. Und wir sagen mal Hallo zum 112er. So. Oder auch nicht. Der hat sich wohl zurückgezogen. Dann vielleicht eventuell IS-3. Na gut, dann nehmen wir den hier. Wir sind noch nicht offen. Finde ich gerade spannend. Ah, ne, jetzt ist er da. Hallo, mein Freund. Hallo, mein Freund. Oh, da ist auch noch ein Löwe. Wir sind bewegungsunfähig. Der ging nur in die Kette. Und... weiter geht's. Ja, bis jetzt eigentlich schönes, lustiges Gefecht. Der Löwe, Tiger, nicht so, stehen nicht so gut für uns. Ich kann jetzt hier auch nicht einfach vorfahren, weil dann zeige ich meine sehr verwundbare Seite. Der 112er müsste mal ein bisschen sich zurückziehen, also unserer. Und ja, die kommen jetzt irgendwie alle zu mir hier. Ja, wir sind offen. Löwe schießt uns in die Ketten. Wir bringen mal ein bisschen Abstand zwischen uns und dem Gegner. Oh, IS-6, was machst du denn jetzt da? Das ist nicht gerade sehr schlau, würde ich sagen. Okay, der ist weg. Nein, IS-6. Was machst du denn? Du wirst dort sterben. Miep, miep. Und ich kann vor allem nicht wirken. Das finde ich noch viel blöder. Ah, Tiger 2 fährt er tatsächlich. Kommt der dort nochmal raus? Kommst du nochmal zurück? Ja, damit ist jetzt so der IS-6 Geschichte. Das war mit doppelter Ansage eigentlich. Und mal gucken, was die Freunde da drüben machen. Hallo T-37, du hast wohl vergessen, dass ich da stehe. Sehr spannend. Ah, Löwe, hallo Löwe. Keinen Schaden, T-37 steht irgendwie immer noch da und den nehmen wir jetzt erstmal raus. Sehr schön, jetzt kommt der Löwe natürlich wieder. Hallo Löwe. Das ist echt lustig. Habe ich jetzt nichts dagegen gegen den Kettenabschuss. Das ist die Frage. Kommen wir vielleicht auf den Tiger 2 drauf? AMX steht dort hinter dem blöden Schiff. Oh, jetzt, komm her, mein Freund. No! Das war jetzt ein ganz schön krimineller Schuss. Der ging ja nirgendwo dahin, wo er wirklich hin sollte. Oh, und wir haben den PDA irgendwo gefunden. Und wir sind alleine. Nein, sind wir noch nicht. IS-6 ist noch da. Wir müssen die einfach nur kommen lassen. Ich stehe hier eigentlich ganz gut. Der Löwe ist weg. Miep, miep. Jetzt kriegt der AMX ja mal eine vorn Latz. Und auch er prallt wieder ab. Prallt nochmal ab. Und wenn er noch eine Weile stehen bleibt, dann... Yes, kriegt er noch eine verpasst. Oh, der PDA ist in unserem Rücken. Das ist jetzt eine Sache, die ist nicht so schön. Da müssen wir jetzt uns ganz schnell mal drum kümmern. Hallo PDA, mein Freund. Das, was du da machst, finde ich nicht schön. Und wir bräuchten jetzt hier mal etwas Support. Die Karte geht mal wieder nicht. Das ist durch die Spielabstürze.
Und ich versuche mal auf den PDA drauf zu kommen. Ich kann leider nicht pingen oder ich sehe es nicht. Das passiert, wenn das Spiel abstürzt und man dann einfach mal spontan neu lädt. So. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der ES6 gleich das Zeitliche segnet. Hallo PDA. Oh. Miep, miep. Aber er macht uns natürlich noch auf. Aber was soll's? Wir haben da ganz gut in der Straße gestanden, haben auch wieder gesehen, was die Stärken dieses Panzers ist. Wir sehen auch schon wieder 2900. Ach, der versenkt sich auch noch. 2900 geblockt, 3000 ausgeteilt. Kein Schaden gefressen. Löwe hat es einmal mit Premium versucht. Und der 112er, naja, gut, was soll's. Das ist unfair, was er gemacht hat. Er hätte wenigstens noch sterben können. Ordentlich, im Gefecht. Das war eine ganz... Also, das ist echt krass. Man kann mit dem Panzer so eine entspannten Runden fahren. Man wird beschossen, man steht einfach an der Straße drin. Es gibt keine Arti. Was will man mehr? Also, das ist echt krass. Solange man nicht befürchten muss, von links oder rechts beschossen zu werden, ist das Ding einfach sowas von brutal fies. Dritte Klasse gab's. Bombensicher, Wirkungsfeuer. Wir haben hier noch bekommen Nerven aus Stahl und die Stahlwand selber. Haben gut ausgeteilt. Was haben wir so kaputt gemacht? 1600 abgewehrt. 240. 390. 640. 115. Also ich glaube, der AMX hat komplett ein Magazin in uns rein übergeben und hat dabei keinerlei Schaden gemacht. Das ist echt hart. Hier haben wir noch die Kette kaputt gemacht und hier auch. Na gut. Schadenspunkte sind wir auf Platz Nummer 2, 3088, ein Kill. Erfahrungspunkte ist es dann doch nur der fünfte Platz mit 747. Schade, aber wir waren halt Top-Tier, da wird auch viel erwartet. Wir haben leider keinen Schaden ermöglicht, sondern wirklich bloß geschluckt. Und das wird nicht so richtig honoriert, obwohl das ja schon auch, das unterstützt das Team. Denn wenn man den Schaden auf sich zieht und die restlichen den Schaden nicht fressen müssen, hat das auf jeden Fall einen enormen Vorteil. Aber das scheint... das scheint Wargaming nicht so richtig zu honorieren. Schade. 38.700 Credits gab es plus. Man muss mit dem Panzer eigentlich selten Gold schießen oder Premium-Munition. Deswegen, ich fahre den relativ kostengünstig. Und 38.000 Credits nehme ich gerne mit. Es ist natürlich kein Premium-Panzer. Von daher ist es eigentlich schon ein richtig guter Wert. Und mit gerade aktivierter persönlicher Reserve und Premium-Account sind es 1.232 Erfahrungspunkte. Ja, zwei wunderbare Gefechte mit dem Turnschuh oder VK4502B, wie er richtig heißt. Er sollte ja eigentlich mit Patch 9.9 rauskommen und dafür das Mäuschen kommen. Wargaming hat sich da scheinbar doch entgegen entschieden und hat den VKB erstmal noch im Spiel drin gelassen. Ich habe jetzt keine Infos, ob der jetzt mit dem nächsten Patch rausgenommen werden soll oder ob das Mäuschen noch umfangreicher umgebaut wird. Wenn ihr dazu was wisst, könnt ihr gerne das in die Kommentare schreiben. Ich persönlich würde den VKB natürlich so lange behalten, wie es geht. Er war mein großes Ziel in dem letzten Vierteljahr und ich bereue es keinen Tag, mich durch den VKA durchgegrindet zu haben. Wunderschöner Panzer. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und wir sehen uns wieder zu einem der nächsten Videos hier bei mir auf dem Kanal. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.